Dann möchte ich auch noch zeigen, wie wir den Sperrwandler mit dem PWM-Switch-Modell oder als Mittelwertmodell modellieren können, indem wir diesen Gleichstromtransformator, diesen DC-Transformator benutzen. Das heißt, Ausgangspunkt ist die Schaltung eines Sperrwandlers mit diesem Speichertransformator, einem massebezogenen Schalter, der Ausgangsdiode und hier diesem Kondensator parallel zur Ausgangslast, die wir mit R bezeichnen. Hier wird dann der Schalter bzw. Transistor auch wieder mit dem Tastverhältnis D pulsweitenmoduliert angesteuert. Das heißt, wir haben hier diese Schaltfunktion D von T. Und jetzt haben wir hier diesen Speichertransformator, diese Speicherdrossel mit zwei Wicklungen. Und jetzt nehmen wir an, dass wir für unsere Betrachtung von der primärseitigen Induktivität ausgehen. Das heißt, wir haben hier die Induktivität LP, haben ein Übersetzungsverhältnis NP zu NSEC und dieser Transformator sei jetzt sozusagen bloß ein idealer Transformator. Und wollen das jetzt auch übersetzen in ein Mittelwertmodell, dann wäre die Vorgehensweise hier folgende. Wir bringen gedanklich die Diode auf die Primärseite rüber und verlegen den Schalter in Anführungszeichen in die obere Leitung rein. Warum machen wir das? Wenn wir die Diode hier rüberrechnen über den Transformator oder gedanklich rüberbringen und den Schalter in die obere Leitung, haben wir einen Hochtiefsatzsteller. Ja, ich skizziere das bloß kurz. Bringen den Schalter nach oben, hätten hier sozusagen die Primärinduktivität und hier die Diode so rüber gebracht, dann hätten wir hier den Hochtiefsatzsteller und entsprechend ist jetzt die Idee, dass wir sagen, okay, wir machen hier wieder unser PWM-Switch-Modell. Ich füge das diesmal gleich als PWM-Switch-Modell ein und zwar in folgender Form. Wir haben jetzt hier oben den Schalter, der jetzt über dieses mittlere Tastverhältnis D-Mittel gesteuert wird. Der schaltet die mittlere Eingangsspannung UE. Wir haben hier jetzt die Diode. Wir haben hier den Active-Anschluss, hier den Passive-Anschluss und hier hätten wir den Common-Anschluss. Dort würde dann die primärseitige Hauptinduktivität angeschlossen werden oder eine Induktivität, die den Wert hat, dieser primärseitigen Hauptinduktivität. Und hier schließen wir dann hinter der Diode unseren Gleichstromtransformator an. Und zwar werden wir den so anschließen mit einem negativen Übersetzungsverhältnis. NP zu minus NSEC oder minus NP zu NSEC. Das heißt, wir nehmen eigentlich das gleiche Übersetzungsverhältnis, aber jetzt hier 1 negativ und schließen dann dort unsere eigentliche Ausgangslast an und hätten dann hier auch ein Modell, mit dem wir die langsam veränderliche Dynamik dieses Sperrwandlers analysieren könnten. Das heißt, für diese Mittelwertgrößen, man könnte das jetzt natürlich wieder umzeichnen, dass wir jetzt hier auch wieder ein Modell haben mit vier gesteuerten Quellen. Das heißt, hier wieder eine eigentlich Stromquelle, hier hätten wir eine Spannungsquelle und hier in diesem Transformator hätten wir natürlich wieder auf der einen Seite eine Stromquelle, auf der anderen Seite eine Spannungsquelle. Das heißt, tatsächlich verbirgt sich hier natürlich wieder nichts anderes dahinter als ein Ersatzschaltbild mit vier gesteuerten Quellen um die Komponenten des eigentlichen Wandlers herum. Und damit können wir dann auch hier das dynamische Verhalten des Sperrwandlers zurückführen auf das des Hochtiefsatzstellers plus einer zusätzlichen Verstärkung hier durch das Übersetzungsverhältnis gegeben, wobei jetzt hier dieses negative Vorzeichen zu beachten ist, falls wir die Ausgangsspannung positiv von oben nach unten haben wollen. Ansonsten ist hier nur die Polarität letztlich der Ausgangsspannung vertauscht. Schauen wir uns das auch in der Simulation an. Dann habe ich analog zu dem Flusswandler das hier auch mal vorbereitet. Das heißt, wir haben hier unten den geschalteten Sperrwandler, primärseitige Hauptinduktivität von 100 Mikrohenry. Hier haben wir den idealen Transformator mit dem Übersetzungsverhältnis 2 zu 1, weil jetzt hier diese Induktivität ein Viertel der primärseitigen Induktivität ist. Wie gesagt, schon beim Flusswandler LP zu LSEC verhält sich wie NP Quadrat zu NSEC im Quadrat. Das heißt, wenn wir hier das Verhältnis 4 zu 1 haben, haben wir ein Bindungszahlenverhältnis von 2 zu 1. Wir haben hier den Ausgangskreis aus Ausgangskondensator C2, einem Lastwiderstand von 10 Ohm. Und das überführen wir jetzt in das Mittelwertmodell. Das heißt, statt diesem primärseitigen Schalter und dieser sekundärseitigen Diode fügen wir auf der Primärseite hier das PWM-Switch-Modell ein. Das heißt tatsächlich, jetzt gedanklich mal das hier rausnehmen. Wenn ich hier den Kondensator und Lastwiderstand anschließe, hätten wir tatsächlich hier den Hochtiefsatzsteller. Aber wir ändern das jetzt. Statt dem Hochtiefsatzsteller schließen wir hier unseren DC-Transformator an
mit einem Übersetzungsverhältnis n primär zu n sekundär, das hier 1 zu minus 0,5 ist. Und dann kriegen wir hier drüben die Ausgangsspannung UA Mittel, korrespondierend zu der Ausgangsspannung UA hier. Wenn wir in diesem Mittelwertmodell aus der Spannung UE diese rüber transformieren, und tatsächlich werden wir jetzt gleich anschauen, wenn jetzt dieser Schalter genauso mit dem mittleren Tastverhältnis angesteuert wird, wie hier unten der Schalter mit dem pulsweiten modulierten Signal angesteuert wird, werden wir hier die gleichen Verläufe kriegen und haben dann auch dieses Modell zurückgeführt auf den Hochtiefsetzsteller mit zusätzlicher Verstärkung. Dann sehen wir jetzt hier, dass wir tatsächlich ähnliche Verläufe haben. Wir haben jetzt hier durch das Berechnen in dem PWM-Switch-Modell im ersten Moment hier so ein Strompeak, das ist aber tatsächlich nur wirklich vom Anfangswert. Wenn man da reinzoomt, sieht man, das sind nur die ersten Pikosekunden, der allererste Wert sozusagen. Können wir jetzt ändern, wenn wir jetzt hier die Simulation starten, erst ab 10 Pikosekunden speichern. Und wenn wir dann jetzt diese laufende Simulation sehen, dann sehen wir hier, okay, die Verläufe passen wieder sehr gut zueinander. Legen wir kurz den Verlauf des Stromes hier wieder in den Vordergrund. Dann sehen wir hier sowohl im CCM wie auch im DCM-Modus haben wir mit diesem Modell gute Chancen, das dynamische Verhalten vorherzusagen. Wir haben dieses automatische Übergehen vom CCM-Modus in den DCM-Modus, allein dadurch, dass wir hier auch wieder dieses PWM-Switch-Modell mit der Auto-Toggling-Funktion drin haben und können dann hier in ähnlicher Art und Weise, wie wir das bei der anderen Schaltung betrachtet haben, auch die Übertragungsfunktionen ermitteln und entsprechend Regler auslegen mit einem Modell, was jetzt im Wesentlichen wieder aus gesteuerten Quellen besteht. Das heißt, wir können auch da analytisch die Übertragungsfunktionen bestimmen oder halt hier die Bode-Diagramme ausmessen und damit die Regler dimensionieren, auch für den Sperrband.